Ja, vielen Dank für die Einladung, Frau Esch. Genau, ich stelle uns vielleicht einmal kurz vor. Christine Eichhorn und ich, wir arbeiten tatsächlich beide seit 2015 an der Universität Paderborn. Christine Eichhorn arbeitet am Institut für Germanistik und vergleichende Literaturwissenschaft und ich arbeite in der Hochschuldidaktik. Tatsächlich kennen wir uns auch schon seit 2015, denn Christine Eichhorn ist sehr interessiert an Hochschuldidaktik, ist Teilnehmerin an unserem Zertifikatsprogramm, professionelle Lehrkompetenzen zu erwerben und hat bei mir vor Jahren schon einen E-Learning-Workshop gemacht, was sicherlich in der aktuellen Situation gar nicht so schlecht war. Genau, heute soll es gehen um Ihr Seminar Goethes Lyrik, was im Sommersemester 2020 eigentlich etwas anders geplant war. Fangen wir doch einfach damit an, Christine. Worum geht es bei deinem Seminar inhaltlich? Ja, also inhaltlich ist das, glaube ich, sagt der Titel schon sehr viel. Es geht natürlich um Goethes Lyrik, wobei wir da uns verschiedene Gedichte exemplarisch angeguckt haben im Laufe des Semesters. Man muss jetzt dazu sagen, dass für Fachfremde, die die germanistische Fachkultur nicht so kennen, das Studium so funktioniert, dass die Studierenden am Anfang eine Einführung haben, die ist standardisiert, aber danach gehen sie halt relativ schnell in die Wahlpflicht Veranstaltungen hinein. Das heißt, es ist so, dass sie grundsätzlich die wichtigen Dinge, die sie im Fach lernen sollen, so literaturgeschichtliche Zusammenhänge, aber auch Erzähltextanalyse, Dramaanalyse, Lyrikanalyse, dann so exemplarisch an bestimmten Gegenständen erlernen sollen. Und da haben sie eben dann eine ganze Auswahl von Seminaren, wo sie dann was auswählen können. Das heißt, das ist jetzt kein Standardseminar in dem Sinne, sondern das ist einfach konzipiert, so wie ich das jedes Semester mache. Dann denke ich mir wieder was Neues aus und einen neuen Gegenstand, an dem wir das erarbeiten. Gut, als du das geplant hast, im Februar, März 2020, war Corona zwar schon da, aber es war noch nicht ganz klar, dass es tatsächlich ein digitales Semester wird oder geworden ist. Wie war das? Wie hast du das denn ursprünglich geplant? Also was war das ursprüngliche Seminarkonzept? Also das ursprüngliche Seminarkonzept war das, was wir immer machen, also ein Wochenformat. Und die Idee war dann so, jede Woche ein Gedicht gemeinsam genauer zu besprechen oder manchmal auch zwei, aber in der Regel eins. Also so 90 Minuten sich vor Ort zu treffen. Ich hatte das allerdings schon ergänzt durch ein paar kleinere E-Learning-Anteile, weil ich eben, es geht ja darum, dass die Studierenden sich auch mit den Texten selber auseinandersetzen sollen. Und ein Problem, das wir immer haben, ist, dass sie von dem Fachwissen, das wir eigentlich vermitteln wollen, dadurch, dass es nicht in der Weise abgefragt wird, eigentlich da geht viel verloren. Und um das so ein bisschen zu kompensieren, hatte ich das Seminar ohnehin schon so aufgebaut, dass es so kleine Selbstlernanteile mit so ein paar Materialien und Vorlesungsaufzeichnungen und so gab, die ohnehin im Internet zu finden sind. Also die ich schon auf Panda verlinkt hatte. Und dann habe ich so Online-Tests auch unter anderem für den Teilnahmenachweis gemacht. Also das gab es schon. Es war also schon so ein bisschen Blended Learning in dem ursprünglichen Konzept. Genau. Also von daher, du hattest sowieso den Einsatz von Panda geplant. Panda vielleicht für diejenigen, die nicht aus Paderborn kommen. Panda ist unser Moodle und steht für Paderborner Nachrichtensystem Paderborner Assistenzsystem für Nachrichten, Daten und Austausch. Das ist das Akronym dafür. Aber genau, es ist halt ein ganz normales Moodle-System. Ja, dann kam Corona, beziehungsweise dann kam irgendwann die Vorgabe der Universität, dass es jetzt auf jeden Fall digital startet oder wer möchte es auch komplett digital umsetzen kann. Wie sieht es aus? Was waren dann deine nächsten Schritte? Wie hast du das digital umgesetzt? Also ich habe zunächst, gerade weil es von der Hochschulleitung ja dann immer diese Ansage gab, möglichst asynchrone Lehre zu machen und sich nicht darauf zu verlassen, dass man da synchrone Formate machen kann, schon gar nicht mit Videokonferenzen. Das hat sich dann ein bisschen geändert, aber am Anfang war das ja das Konzept. Und da habe ich umgestellt von diesem Wochenformat auf ein Arbeitspaketeformat. Das kann man hier auch auf dieser Folie ganz gut sehen. Also ich habe im Prinzip sechs Pakete gebastelt. Und in diesen Paketen sind dann unterschiedliche Gedichte drin und diese ganzen Materialien, die ich noch angesprochen hatte, das ist da so, da habe ich so Pakete geschnürt und dann Arbeitsgruppen gebildet, auch über Panda organisiert.
Und die Idee war dann, da hatten die Studierenden dann mal 2 Wochen oder 3 Wochen, je nachdem, für so ein Paket Zeit, in das sie dann bearbeiten sollten und sich in der Arbeitsgruppe darüber austauschen. Und das habe ich dann im Laufe des Semesters flankiert mit zunächst mit Live-Chats, weil das auch so die Empfehlung war, weil das wenig Datenvolumen braucht und so weiter. Und das auch das war, was wir über Panda ohnehin schon machen konnten. Und dann kam aber, hatte ich dann die Möglichkeit, in der Entwicklung in die Pilotgruppe zu gehen, derer, die schon mal Zoom testen durften. Das heißt, ich hatte dann die Möglichkeit von Anfang an kurzfristig auch Videokonferenzen mit reinzunehmen und habe dann so ein Wechselmodell gemacht. Also eine Woche Live-Chat und eine Woche Videokonferenz. Genau. Das heißt, es war für die Studierenden entsprechend abwechslungsreich. Gab es Präferenzen, dass die Studierenden gesagt haben, hey, Live-Chat ist besser oder Videokonferenz ist besser? Wie haben die vielleicht auch, also vielleicht hast du es auch daran gesehen, dass das eine voller war als das andere? Ja, also man sieht es auch ein bisschen an den Auswertungen. Also ich habe das Gefühl, so ein bisschen die Präferenz geht schon zur Videokonferenz, aber es ist auch nicht so eindeutig. Weil der Chat zwar auf der einen Seite sehr unübersichtlich wird nach einer Weile und eben auch sehr verzögert, weil man sieht eben nicht, wenn jemand schreibt. Und wenn gerade wenn man längere Texte schreibt, dann dauert das auch, bis wieder eine Antwort kommt. Das heißt, man kann mehr oder weniger was schreiben und danach erstmal die Geschirrspülmaschine ausräumen, bevor die Antwort kommt. Also das war ein Nachteil des Live-Chats. Es gab aber, glaube ich, auch welche, die das trotzdem ganz gut fanden, einfach weil es im Gegensatz zur Videokonferenz doch die Möglichkeit gibt, irgendwie leichter teilzunehmen, auch wenn im Hintergrund sich noch andere Personen aufhalten oder so und man eben auch keinen Einblick in sein Privatleben geben muss. Also ich hatte schon den Eindruck, von den Rückmeldungen her, dass das so, ja, vielleicht nicht ganz 50-50 war, aber durchaus einige auch eine Präferenz da hatten. Wie hast du so einen Live-Chat aufgebaut? Also wenn ich mir das jetzt vorstelle, wir hätten jetzt Live-Chat, wie würden diese 90 Minuten ablaufen? Habe ich versucht eigentlich aufzubauen wie eine Seminarsitzung auch. Also zunächst mal zu eröffnen, haben Sie irgendwelche Fragen? Und da ist auch ganz viel, also organisatorische Fragen sind fast nur im Live-Chat gekommen, fast nie in der Videokonferenz. Also das war dann auch so ein Medium, wo Sie das gerne genutzt haben. Also ne, wann muss ich die Tests bearbeiten oder welche Art von Fragen kommen da? Also sowas in der Richtung. Und ansonsten haben wir es dann halt meistens so gemacht, wir hatten ja immer ein Gedicht im Mittelpunkt, dass ich dann tatsächlich versucht habe, in den Live-Chats so mit denen ein bisschen über das Gedicht zu sprechen. Also fange dann immer mit der Form an, also was ist Ihnen denn aufgefallen, wie ist das Metrum, wie ist der Reim, und dann geben halt welche ein und dann kann ich dann nochmal so ein bisschen lenken. Also ich habe versucht, das schon auch als Gespräch zu machen und durchaus auch, man kann ja den einen oder anderen Smiley auch in den Chat schreiben, so ein bisschen auch ein Gespräch und auch mal ein paar Witze zwischendurch zu machen, und es gibt immer welche, die sich darauf einlassen, sodass dann die Atmosphäre eigentlich auch ganz nett dort wurde. Genau, wenn du schon sagst, es gibt immer welche, die sich darauf einlassen, wie groß war das Seminar? Weil das ist ja auch immer so ein Unterschied, habe ich ein kleines Seminar von 10, 20, 50 oder habe ich eine Veranstaltung mit 500 Leuten? Wie viele Teilnehmer oder Studierende hattest du insgesamt in deinem Seminar und wie viele waren dann tatsächlich auch aktiv dabei und wie verhält sich das sonst zur Präsenz? Die Standardgröße liegt so bei 40. Es ist immer so, dass am Anfang noch ein paar mehr sich anmelden und dann wird es wieder ein bisschen weniger. Also man kann sagen, man fängt so mit 45 vielleicht an und landet dann irgendwo so bei 30 bis 35 am Ende des Semesters. Dabei ist die Anwesenheit ja immer schon so ein bisschen abnehmend gewesen. Also es wird immer weniger im Laufe des Semesters. Man hat also am Ende dann vielleicht so 10 Leute, auf die man sich verlassen kann. Und das ist eigentlich auch in dem digitalen Semester ähnlich gewesen. Man muss aber sagen, dass so die ersten Videokonferenzen, die ich gemacht habe, die waren sehr gut besucht. Aber ich glaube, die allererste waren 25 oder 30 Leute da. Also mehr oder weniger fast der ganze Kurs, der aktiv noch da war. Das war schon erstaunlich, wo man einfach gemerkt hat, das war für die was Besonderes. Jetzt ist es nicht mehr so besonders. Aber am Anfang war das wirklich endlich, wir können wieder miteinander reden. Ja, wir können eine halbwegs normale Seminarsitzung machen. Und das hat, glaube ich, die Leute am Anfang sehr stark da motiviert mitzumachen. Wie so ein Chat verläuft, hast du gerade schon erzählt. Wie funktioniert eine Videokonferenz bei dir? Das kommt auch mal ein bisschen drauf an, was wir machen.
in der Regel gibt es eben auch einen Text, der im Mittelpunkt steht. Das wäre jetzt hier in dem Fall meistens dann ein Gedicht. Und es läuft dann so, dass ich auch, nachdem am Anfang so ein bisschen Organisatorisches vielleicht noch zu klären ist, dann kann es eventuell sein, dass wir nochmal eine Wiederholung machen, wenn das gebraucht wird. Und dann habe ich so einen kleinen allgemeinen Teil, dass wir zum Beispiel nochmal was sammeln. Was wissen Sie nochmal über Epoche X oder so? Da kann man es auf dem Whiteboard vielleicht auch nochmal sammeln. Oder ich gebe nochmal ein paar Informationen rein, so mit, einfach also so ein kleines Kurzreferat, wenn ich noch irgendwelche Hintergründe habe oder ein paar Bilder zeigen möchte. Und dann hat sich jetzt so langsam so ein bisschen eingependelt, dass es sich mit den Breakout Rooms anbietet, dann nochmal so einzelne Fragestellungen an den Text oder an Textpassagen nochmal in Kleingruppenarbeit so ein bisschen zu, ja, so eine halbe Stunde dafür zu nutzen. Weil es ist oft so, wenn man mit den Studierenden redet, erstens trauen sie sich in den größeren Runden, auch in der Präsenz nicht gleich was zu sagen. Und außerdem kommen sie auch nicht so tief rein in die Thematiken, ja, weil dann, wenn man sich dann mal eine halbe Stunde damit auseinandersetzen musste und alleine damit war, ist einfach ein anderer Zugang da. Und das ist dann das und dann wird das kurz vorgestellt und ich habe dann oft, rufe den Text dann nochmal auf und meistens ergibt sich daraus dann noch eine weiterführende Diskussion. Das war hier auch oft der Fall, weil die ja sich selber auch in den Gruppen oder auch alleine mit den Texten schon beschäftigt haben. Das heißt, sie hatten auch noch Überlegungen, die sie dann über die Aufgabe jetzt hinaus noch loswerden wollten, zumindest einige. Und dann wird das Seminar eigentlich ganz schön rund und die 90 Minuten sind mehr oder weniger ganz gut rum. Ja, das hört sich doch sehr gut an. Wie ist das? Ich war jetzt vor kurzem erst in der Konferenz, da hieß dann plötzlich Breakout-Räume und plötzlich war nur noch die Hälfte der Menschen da, die eigentlich vorher im Gesamtplenum gewesen waren. Wie hat das bei dir funktioniert? Also hat das von Anfang an reibungslos funktioniert? Hast du dieses ganze Semester die gleichen Gruppen gehabt? Hast du die Gruppen gewechselt? Konnten die sich selber in Gruppen eintragen? Wie hat so die Gruppendynamik funktioniert? Also weil die Gruppen ja oder insgesamt die Beteiligung im Laufe des Semesters nachgelassen hat, wie das immer so ist, kann ich die Gruppen nicht ganz konstant halten. Also da muss ich neu mischen, das geht gar nicht anders. Also ich habe das dann immer per Zufall gemacht und ich hatte am Anfang, als ich das erste Mal gemacht habe, da hatte ich dann auch so ein, zwei Leute, die dann irgendwie verschwunden sind. Aber der Großteil hat dann sich schon einteilen lassen und hat das mitgemacht. Also das war eigentlich nicht so ein riesiger Schwund. Okay. Wie war das mit der Beteiligung der Videokameras? Also wir gucken hier jetzt auch eher in schwarze Kacheln, bis auf wir drei, die wir uns jetzt hier sehen. Hat das bei dir gut funktioniert? Also haben die Studierenden die Kameras angemacht im Gesamtplenum oder in den Kleingruppen oder eher nicht? Eher nicht, wobei man sagen muss, dass sie am Anfang, da gab es noch mehr, da gab es so drei, vier Leute, die das gemacht haben, aber wenn die dann merken, dass der Großteil des Kurses das nicht macht, dann passen sie sich in diese Richtung an und das ist halt ein bisschen problematisch. Ich will mich aber auch nicht hinstellen und sagen, ja, sie müssen jetzt hier die Videokameras anmachen, also das finde ich, also aus Datenschutzgründen ist es schwierig, aber ich finde es auch so ein komischer, autoritärer Stil, den man da auch didaktisch an den Tag legen muss. Also ich weiß nicht, wie mir das selber geht, wenn ich in so einer Veranstaltung bin, die Leute sagen, machen Sie die Kameras an, dann weiß ich, dass ich definitiv die Kamera nicht anmachen möchte. Also das weckt Widerstand und das wird bei meinen Studierenden vielleicht auch so sein. Und deswegen mache ich das nicht. Ich bin aber ganz froh, weil sie haben ja mit dem Ton dann auch mitgearbeitet. Also gerade nachdem ich dann mit den Breakout Rooms angefangen habe, da war dann auch die Bereitschaft, dann wenigstens zu sprechen. Und ich glaube, das ist dann schon ganz gut. Dann kommt man ja doch ins Gespräch miteinander. Im Sommersemester, das war ja jetzt das erste Semester, was komplett digital war. Das aktuelle Wintersemester ist jetzt logischerweise auch wieder digital. Was hat in deinem ersten Seminar so gut funktioniert, dass du das jetzt im Wintersemester auch machst? Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, dieser Wechsel hat tatsächlich ganz gut funktioniert. Also diese Mischung aus verschiedenen Formaten. Also wie gesagt, ich habe kurzzeitig überlegt, ob ich dann jetzt keine Live-Chats mehr anbiete, sondern nur noch Videokonferenzen. Das habe ich dann aber auch gelassen, weil ich eben merke, dass es erstens weniger anstrengend ist und es eben auch Leute gibt, die durchaus damit gut arbeiten können. Und dann habe ich es bei der Mischung auch wieder gelassen. Ne? Das, was eben nicht so gut läuft, mehr sind die Gruppenarbeiten, was eben auch damit zu tun hat, glaube ich, dass die in dem Sommersemester halt total froh waren über jegliche Vernetzungsmöglichkeiten.
Also da werde ich jetzt eher zum nächsten Sommersemester überlegen, dass ich mir da was Neues wieder einfallen lasse, damit einfach nicht dieser Effekt einzieht, dass dann irgendwie die eigentlich nicht miteinander kommunizieren und da oder ein, zwei Leute da die ganze Arbeit machen. Also das ist definitiv nochmal so ein Abfall gewesen zwischen dem Sommersemester 2020 und dem Wintersemester danach. Okay. Wie sieht das aus? Was hat dir bei der Vorbereitung auf die Umstellung auf die digitale Lehre geholfen? Also wie gesagt, wir kennen uns auch aus dem E-Learning-Workshop. Du bist seit 2010 in der Lehre. Also von daher ist da natürlich schon sehr viel Expertise vorhanden. Aber gab es irgendwie einzelne Sachen, auf die du noch zurückgegriffen hast, wo du gesagt hast, hey, das war eine Webseite, wo ich regelmäßig drauf geguckt habe. Wir sind ja jetzt zu Gast beim Hochschulforum Digitalisierung. Da gibt es ja Material ohne Ende. Gab es da irgendwelche Ressourcen, auf die du dich stützen konntest? Ja, also ich habe auch auf die Seite des Hochschulforums mal geschaut. Es ist allerdings auch so, das ist ja einer der Gründe, warum ihr auch auf mich aufmerksam geworden seid. Ne? Ich habe ja auch tatsächlich im Sommer mit die Seite, das Portal Digitale Lehre Germanistik mit aufgebaut. Und da haben wir ja gezielt nochmal auch germanistische Angebote gesucht. Also das heißt, da kam auch der große Input her. Da haben wir ja aus so einer kleinen Fachcommunity von relativ vielen Leuten eigentlich alles gesammelt, was alle möglichen Leute wussten. Und ansonsten hat mir halt wirklich einfach geholfen, dass ich mit Panda schon total vertraut war. Ich habe ja vorhin diese Vorlesung diese Folie übersprungen, aber so sah das ungefähr aus. Ja? Also ich habe dann eben auch so ein kleines Video aufgezeichnet und dann, man sieht das hier schon, das sind verschiedene Moodle-Varianten, die man da nutzen kann. Und ich habe noch ein bisschen ausgeweitet, aber im Großen und Ganzen kannte ich die ja schon. Und das war dann sehr hilfreich, da einfach mit dem Programm schon so vertraut zu sein oder mit der Plattform, dass ich da eigentlich nicht so wirklich große Schwierigkeiten hatte. Ja, wir hatten das ja im Endeffekt auch ähnlich gemacht, wie du das jetzt von der Germanistik berichtest. Wir haben ja auch an der Uni Paderborn so ein E-Lehre-Austauschforum eingerichtet, wo du deine Seminare auch als Best Practice vorgestellt hast, wo man ja auch entsprechend drüber diskutieren konnte. Ja, wie sieht es aus, wenn es denn jetzt irgendwann wieder in die Präsenz geht, früher oder später? Was sind Elemente, wo du sagst, das behältst du auf jeden Fall bei? Also was sich ja als positiv gezeigt hat, ist einfach, dass diese Isolation der Leute, die sie ja dazu geführt hat, sich selbst mit den Gegenständen auseinanderzusetzen. Ne? In einem Ausmaß, wie wir das sonst uns immer wünschen, wie es aber selten leider vorkommt, weil die oft dann eben aus irgendwelchen Gründen dann eben in die Kurse kommen und denken, sie können sich das 90 Minuten lang anhören und dann wissen sie schon, was wichtig ist. Und das funktioniert natürlich nicht, sondern das Ziel ist ja eigentlich, die sollen sich damit auseinandersetzen, sich Gedanken machen und dann mit ihren Ideen und Fragen reinkommen und dann gibt es eine lebendige Diskussion. Und wenn das weggelassen wird, dann funktioniert es halt nicht. Ne? Und das hatten wir jetzt hier, weil sie eben alleine waren, weil es diese Arbeitsgruppen gab. Die haben also zum Teil dann wirklich ganz engagierte Ideen auch mit reingebracht. Und ich überlege halt, wie man das beibehalten kann, nämlich indem man zum Beispiel wirklich so stärker diese Pakete lässt. Vielleicht ist es auch sinnvoll, von diesem Wochenrhythmus wegzugehen. Da muss man überlegen, wie weit das innerhalb des organisatorisch möglich ist, weil wir ja in diesen SWS rechnen. Aber ich könnte mir jetzt zum Beispiel vorstellen, dass man dann vielleicht die Gruppen auch nochmal teilt, dass man eben nicht sagt, es gibt jetzt 15 Semesterwochen und Stunden, da bin ich immer im Seminar und wer kommt, der kommt und wer kommt nicht, sondern dass man irgendwie vielleicht sagt, okay, man verkleinert diese Gruppen und macht dann feste Termine mit kleineren Studierendengruppen, die dann da kommen und das andere findet irgendwie online statt. Also das ist so eine Idee, die ich da jetzt hätte, die ich ableite aus den Erfahrungen der letzten zwei Semester jetzt. Ja. Ja gut, ich glaube, der Vorteil ist einfach dadurch, dass du ja die Lehre immer schon mit digitaler Lehre auch angereichert hast, die Präsenzlehre, dass man dann natürlich auch stärker weiß, was man halt entsprechend beibehalten möchte. Dadurch, dass es jetzt komplett digital war, wie waren aus deiner Sicht so die Lernerfolge? Wie war der Lernprozess? Würdest du sagen, das war oberflächlicher, das war vertiefter? Wie hast du das so empfunden? Also definitiv Letzteres. Ne? Also ich meine, dass Leute verloren gehen, ist normal, wobei ich auch nicht das Gefühl hatte, dass mehr verloren gegangen sind als sonst, sondern eigentlich war das im Rahmen bis vielleicht manchmal auch ein paar weniger. Und ansonsten hatte ich tatsächlich das Gefühl, dass die eben dadurch, dass sie wirklich mal studiert haben, in dem Sinne, wie das Modulhandbuch das eigentlich auch vorsieht, nämlich sich selbst auseinandergesetzt haben damit, dass tatsächlich tieferes Verständnis da zum Teil auch da war. Okay.
Okay. Wie hast du das abgeprüft? Also was muss ich jetzt genau machen, um bei dir die AQT zu bekommen, sozusagen den Schein? Hier nochmal die Gesamtübersicht, also was alles zu tun war. Genau, also ich habe es so gemacht, dass ich die Teilnahme, also die haben ja diese Gruppen gebildet und für diese rot hervorgehobenen Arbeitspakete, da sollte es dann eben eine Diskussion über eine Auswahl von Gedichten geben. Und die Idee war, dass dann eine in jeder Arbeitsgruppe jeweils eine Person ein Paket so zwei auf drei, vier Seiten oder so zusammenfasst, was da diskutiert wurde. Und das wurde dann eingereicht über Panda auch. Das sind die Wahlpflichtaufgaben. Dafür gab es dann ein paar Punkte. Und dann hatte ich zusätzlich noch, das habe ich Ben ja schon angesprochen, wie geplant, diese Online-Tests am Ende gemacht und die eben mit drei verschiedenen Schwerpunkten. Ich habe das hier auch nochmal mitgebracht, genau, einen zur Lyrikanalyse, zur Literaturgeschichte und dann zu Goethes Lyrik im Besonderen. Das war halt über die Testfunktion auch größtenteils Multiple-Choice-Fragen, aber auch ein paar mit offenen Antworten, wo man halt so ein paar Wörter eingeben musste. Und da war dann einfach die Idee dahinter, so eine Kombination zu schaffen aus sicherstellen, dass eine Diskussion stattfindet, also dieses diskursive Moment zu haben, aber gleichzeitig auch noch die zu motivieren, dass sie tatsächlich die übergeordneten Wissensbestände dann drauf haben, also insbesondere Lyrikanalyse, Literaturgeschichte und dann so ein bisschen, was man allgemein halt über Goethe speziell wissen muss. Da hatte ich auch noch so ein, hier sieht man, wie das in Panda aussieht. Da hatte ich dann aber auch noch so eine Handreichung, die ist noch viel länger. Jetzt sieht man hier nur den ersten Teil. Also ich habe dann versucht, das auch möglichst detailliert nochmal aufzubereiten, damit die wissen, was da kommt und das auch ernst nehmen. Na ja, gut, gerade wenn es dann die Punkte sind, wo es dann am Ende auch darum geht, ob ich das Seminar sozusagen bestanden habe oder nicht, ist das ja auch an der Stelle entsprechend wichtig. Wenn du sagst, normalerweise gehen die Studierenden, kommen zu mir und gehen einfach davon aus, ich setze mich da 90 Minuten hin und dann nehme ich einfach mein genug mit, um das Seminar erfolgreich abzuschließen. Du hattest mir im Vorgespräch schon erzählt, diese Online-Tests sind gar nicht neu, die hast du bisher, glaube ich, auch ähnlich schon in Präsenz gemacht, oder? Nee, das war tatsächlich das erste Mal geplant für diesen Kurs. Aber dann war geplant. Eben komplett digital. Ne? Ja, okay. Gut. Würdest du sagen, dass sich aus deiner Sicht deine Lehrrolle verändert hat? Nein, würde ich nicht sagen. Also es ist ja immer eine Rolle, die eigentlich darauf zielt, die Leute dazu zu kriegen, dass sie sich selbst Gedanken machen und sie dann einfach zu beraten, beziehungsweise dann zu gucken, ja, nee, das ist nicht ganz richtig oder zu korrigieren. Ne? Das ist ja eigentlich so ein Prozess, der eher so im Sinne des Coaching eigentlich funktioniert, wobei ich natürlich noch ein bisschen Fachwissen mit auch reingebe. Also es ist immer so eine Mischung aus beidem. Und das ist ja nach wie vor der Fall. Und ich habe, wie gesagt, stellenweise das Gefühl, dass das hier online sogar besser klappt, wenn man das richtig umsetzt. Also das A und O ist natürlich, dass man das strukturiert und genug Informationen gibt. Dafür waren die auch dankbar, das sieht man auch gleich nachher auf der Feedback-Folie nochmal, dass die Studis dann am Anfang sagen, ich hatte so irre viel Material, wo ich alles erläutert habe, wo man am Anfang immer denkt, oh Gott, was soll das für ein Kurs werden? Aber wenn die einmal durchgestiegen sind, dann finden die das halt auch sehr hilfreich, weil ihnen das ganz klar macht, was der Fall ist und sie haben eine Orientierung. Das Schlimmste ist ja eigentlich, wenn man nicht weiß, was da kommt und sich das alle zwei Wochen ändert oder so. Mhm. Für einige ist Lehre einfach ein Zeitfresser. Wie würdest du denn jetzt einschätzen, Präsenzlehre im Gegensatz zu rein digitaler Lehre? Würdest du sagen, du hattest einen höheren Zeitaufwand? Und wenn ja, wie viel höher? Oder ist das in etwa gleich geblieben? Wie war das bei dir? Also das, was den Aufwand ein bisschen höher macht, ist, dass ich für die Videokonferenzen Folien vorbereiten muss, was ich in der Lehre nicht in Präsenz nicht unbedingt immer tue. Dann fange ich auch einfach mal mit dem Tafelbild an. Aber in der Videokonferenz finde ich das schon schöner. Also gerade wenn man Aufgabenstellung ja irgendwie zeigen muss, da kann ich auch nicht die auf ein Papier schreiben und dann so Schnipsel verteilen. Das geht halt einfach nicht. Das heißt, das ist so ein kleiner Punkt, wo vielleicht ein bisschen mehr dann anfällt. Ansonsten würde ich aber sagen, das ist schon vergleichbar vom Aufwand, wenn man eben gleich digital plant. Also der Mehraufwand ist in vieler Hinsicht, gerade im Sommersemester, ja dadurch entstanden, dass die Leute alles doppelt planen mussten und dass sie gleichzeitig dann gar keine Ahnung hatten, wie die Tools funktionierten und sich da erstmal einarbeiten mussten. Und wenn man das jetzt mal voraussetzt, dass man weiß, man macht ein digitales Seminar und man weiß, wie die Sachen funktionieren, dann ist, glaube ich, der Mehraufwand, zumindest was das Seminar abhalten betrifft,
vergleichbar. Was ein bisschen mehr Aufwand macht, ist diese ganze E-Mail-Kommunikation vorab. Also das ist eigentlich das Problem, aber nicht die Lehre an sich. Okay. Würdest du sagen, oder hast du noch neue Tools eingesetzt? Also du hattest gesagt, unser Panda, unser Moodle nutzt du sowieso schon seit Jahren. Klar, Zoom kam jetzt nochmal neu dazu. Gab es noch zusätzliche Tools, die du eingesetzt hast? Nee, tatsächlich glaube ich nicht. Also ich habe tatsächlich eher auf Panda dann ein paar neue Dinge ausprobiert. Also was ich jetzt zum Beispiel auch, das habe ich nicht im Sommer gemacht, sondern im Winter habe ich noch die Terminbuchung mal genutzt, also für so kleine Nachprüfungen, wenn jemand irgendwie ein paar Punkte zu wenig hatte beim Online-Test oder so. Also das habe ich jetzt noch so ein bisschen ausgeweitet. Aber ja, eher in Panda, würde ich sagen. Ja, wobei man da ja auch mal sagen muss, das System ist echt groß. Ich meine, dass ich mich wirklich schon ganz gut auskenne, weil ich auch die ganzen Schulungen gebe und trotzdem lerne ich immer noch neue Sachen hinzu, eigentlich jedes Mal, wenn ich mich vertieft damit auseinandersetze. Ja, wie sieht es aus? Du hattest jetzt gerade schon gesagt, die Studierenden haben am Ende einen Test gemacht. Wie viele haben das Seminar dann abgeschlossen von den 40? Du hattest gesagt, normalerweise sind 10 bis 12 aktiv immer dabei gewesen. Hat es ja auch gesagt, in den Präsenzseminaren ist das auch ähnlich, dass nicht alle kommen. Wie viele waren jetzt am Ende noch so, dass sie das Seminarziel erreicht haben? Also das sind schon noch mehr als tatsächlich da auftauchen oder der, wo man mit dem Namen was verbindet. Also das sind schon so etwas über 30, so um die 30. Aber das ist auch durchaus normal. Das ist im Rahmen dessen, was ich in der Präsenz auch habe. Das sind einfach die sonst still im Seminar sitzen, ne? Und irgendwie eher so für sich selber das sich erarbeiten. Die Hürde ist ja jetzt auch nicht so irre hoch bei diesen Tests, das muss man auch sagen, die dann trotzdem das natürlich erreichen können. Aber das ist doch super, dass es da jetzt keinen Abfall gegeben hat zu einer normalen Präsenz, sondern dass da die Zahlen völlig identisch waren. Da ich dich schon lange kenne und auch schon lange in der didaktischen Fortbildung kenne, bin ich mir ziemlich sicher, dass du auch Evaluationen gemacht hast und deine Studierenden auch befragt hast, was die so von deiner Lehre halten. Magst du uns vielleicht einmal darüber berichten? Ich glaube, du hast sogar schon am Anfang einmal gefragt, was die Studierenden für Ideen haben für das Seminar. Genau. Also ich habe diesmal, weil die so alle verstreut und fern waren, habe ich tatsächlich von Anfang an schon mal gefragt, was sie so gerne möchten. Und da waren die auch dankbar dafür, dass man sie schon irgendwie 2, 3 Wochen vor dem Semester, als noch totales Chaos war und keiner wusste, was war, schon mal gefragt hat. Und da sieht man auch an der Teilnahme, das war jetzt eine kleine Umfrage, die ich zum Semesteranfang gemacht habe, da haben eben 30 Leute auch mitgemacht und das ist für so eine Evaluation ja super, also das weißt du ja auch, Iris, die normalen Online-Evaluationen, die freiwillig, dann habe ich von 40 Leuten 5, die ausfüllen, ne? Das ist der normale Standard. Da sieht man also schon, dass das relativ gut war, da habe ich einfach gefragt, können Sie sich das vorstellen? Und die meisten sagten dann eher ja. Und ich hatte dann auch offene Kommentare, wo die dann so schrieben, ja, ist besser, als wenn das Semester jetzt ausfällt oder so. Ne? Also das war so der Tenor. Und ich hatte sie dann auch so ein bisschen gefragt, was sie an Formaten bevorzugen würden. Da hatte ich damals nach meinem Wissensstand so gefragt, Live-Unterricht zur normalen Seminarzeit oder Arbeiten im offenen Dokument, also so Etherpad oder sowas. Oder dann so Unterrichtsvideos und mit Möglichkeit zur Diskussion. Man sieht hier, da haben sie eine Präferenz. Das habe ich jetzt natürlich nicht so stark gemacht, weil es hier ein Seminar war. Das ist eher ein Vorlesungskonzept. Das habe ich jetzt im Wintersemester ausprobiert. Das funktioniert tatsächlich super, aber ist jetzt natürlich aufgrund der Veranstaltungsform etwas, was ich in dem Kurs nicht gemacht habe. Ja, genau, da hatte ich so weitere Wünsche und Anmerkungen. Genau. So, bei mir hakt jetzt gerade der Ton. Das ist schade, weil ich kann jetzt auch die Präsentation schlecht weiterklicken, weil Christine die Präsentation hat. Dann warten wir mal einen Moment ab, ob sich das wieder fängt. Genau. Ja, das Spannende ist eigentlich auch, dass Christine zu dem Seminar auch umfangreich getwittert hatte. Das heißt, ich weiß nicht, ich glaube, Frau Esch, Sie hatten ja im Vorfeld auch gesagt, genau. Sie hatten es, glaube ich, schon mal gesehen, dass da auf Twitter auch entsprechend was stand. So, ich hoffe jetzt, genau. Christine, du warst gerade plötzlich weg. Ja. Du bist einmal aus dem Meeting geflogen. Ja, genau, kein Problem. Vielleicht rufst du einfach die
Folie dann nochmal neu wieder auf und dann hören wir weiter, was sozusagen das Feedback schon vor Seminarstart gegeben hat. Ja, genau. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo ich stehen geblieben war, aber also man sieht hier, dass die Sache mit den Live-Chats da durchaus auch gewünscht ist, aber das ist natürlich ein Stand von vom Anfang her. Das heißt, da gab es noch keine Videokonferenzen in Aussicht. Das kann man also nicht so bewerten, wie es jetzt zu bewerten ist. So, und dann habe ich zum Anfang gefragt, also so nach dem ersten Meeting, das wir dann hatten, da haben wir eine Videokonferenz zu Prometheus gemacht, zu dem Goethe-Gedicht, und einfach gefragt, wie fanden Sie das? Ne? Und ich hatte auch mal offene Fragen wieder. Aber man sieht auch hier erstmal an diesen Sachen, erstmal haben 25 Leute teilgenommen, auch das ist noch eine hohe Rücklaufquote und entspricht ungefähr auch der Teilnehmerzahl in der Videokonferenz, und die waren auch größtenteils, wie man hier sieht, zufrieden, also Unzufriedene haben sich jetzt nicht zurückgemeldet, das ist schon mal ganz schön. Genau, und dann habe ich auch nochmal so gefragt, was fanden Sie gut, was fanden Sie nicht so gut, und hier ist halt einfach spannend, dass die dann irgendwie sagen, ja, man kann sich dann nochmal direkt austauschen, was gerade Dinge, die man eben im Chat nicht so ausführlich diskutieren kann, weil man dann ewig schreiben müsste, ne? Und ja, das ist eigentlich so, dass man so nah dran ist an einer richtigen Seminarsitzung, richtig über das Gedicht sprechen und auch Gesichter sehen zu können. Also das ist schon ein Wunsch von den Studierenden, ne? Aber selber damit anfangen, das möchten sie dann doch nicht so gerne, ja. Und dann habe ich natürlich, dann habe ich auch noch gefragt, wie sind Sie mit diesen Lernpaketen, also so mit den Materialien zurechtgekommen? Da sieht man jetzt auch, dass die überwiegende Zahl tatsächlich da gut zurechtgekommen ist. So zwei Stimmen gab es, die irgendwie Schwierigkeiten hatten. Vielleicht auch Leute, dann vielleicht auch die dann aufgegeben haben im Laufe des Semesters, das ist durchaus möglich, das weiß ich natürlich nicht, weil das die anonyme Umfrage ist. Wobei gerade da ist es ja ganz spannend, also ganz viele Studierende haben ja zurückgemeldet, es gab im Sommersemester durchs digitale Semester wahnsinnig hohe Arbeitspakete, ein hoher Workload, haben sich die Studierenden bei dir dazu gemeldet, also war das in Ordnung, war das genauso wie gehabt, wenn sie denn schon ein Seminar bei dir hatten, oder? Nee, also das habe ich jetzt, glaube ich, nicht auf einer Folie, aber das habe ich auch als Rückmeldung, dass die sagten, nee, das war eigentlich vom Aufwand her angemessen. Ne? Also das sieht am Anfang viel aus, das ist so die Rückmeldung, die ich gekriegt habe, aber wenn man dann wirklich anfängt, dann ist es total machbar. Ja? Also da habe ich eigentlich ein ganz gutes Gefühl, das abzuschätzen, glaube ich. Und es ist halt vor allem auch, wenn man dann als Ansprechpartner da ist und sich auch ständig Rückmeldungen holt, dann bekommt man das ja auch mit, kommen die damit zurecht oder nicht. Man muss es dann auch ein bisschen eventuell anpassen. Ne, viele von diesen Materialien, die hatte ich so auch doppelte Sachen. Also ich hatte einerseits Texte, die sie lesen konnten und dann eben Vorlesungsvideos und dann eben gesagt, ja, sie müssen aber nicht beides machen, sondern suchen sie sich das aus, was ihrem Stil einfach eher entspricht. Möchten sie lieber noch mehr lesen oder wollen sie sich ein Video angucken? Und dann haben die das auch sicher in den Gruppen ein bisschen aufgeteilt und alles zusammen hat dann, glaube ich, schon den Arbeitsaufwand im Grenzen gehalten, zumal das sind jetzt auch Lyrik, also Lyrik ist natürlich auch, die Primärtexte sind halt schon kurz, ne? Also ja, das hilft natürlich jetzt hier auch. Ist kein Werther oder Faust, den man nochmal flott nebenbei lesen müsste, ne? Naja, das hilft, ne? Also gerade bei so lektüreintensiven Seminaren, wie wir sie eigentlich geben, ist Lyrik natürlich dann immer dankbar, weil man nicht viel Text hat. Ja. Ja, genau. Ansonsten, was mich auch interessiert hat, war die Frage, wie die Arbeitsgruppen funktioniert haben. Und da sieht man auch, dass der überwiegende Teil auch gut gestartet ist. Und das ist auch nochmal ein Punkt, wo man wirklich jetzt, die Daten habe ich jetzt nicht dabei, aber auch den Unterschied irgendwie sehen kann zum Wintersemester, wo das nicht mehr so gut funktioniert hat. Einfach weil die Motivation dann, sich zu vernetzen irgendwie oder diese besondere Situation da durchaus nicht mehr so vorhanden war. Deswegen werde ich wohl zum Sommersemester noch mal ein bisschen umplanen, das ist dann wieder, um das wieder ein bisschen auszugleichen, damit das nicht in den Gruppen dann so versandet. Genau, Abschlussfeedback, das habe ich zum Schluss gemacht. Da waren noch 13 Leute bereit, noch was zurückzumelden. Und da haben sich auch nur Zufriedene zurückgemeldet. Die anderen, keine Ahnung. Ne? Das ist immer so ein bisschen, es ist halt immer nicht so ganz repräsentativ, ne, wenn Leute verloren gehen, aber das wissen wir alle. Und was eben spannend ist, was die so in den Freitext zurückgemeldet haben, die sagen halt ja, dass sie die Struktur der Lernpakete auch gut fanden und auch durchaus die Gruppenarbeit in den gleichbleibenden Gruppen. Und da sieht man aber eben auch, dass natürlich eine Person hier zum Beispiel sagt am Anfang, dass das da nicht so gut geklappt hat, weil einfach zwei Leute alles machen und die andere dann eher nur so punktuell
Ja, und das ist eben auch so ein Punkt. Trotzdem wurde auch diese Mischung, gerade dieser verschiedenen Elemente gelobt, ne? Diese Mischung aus Chat, Webinar und Gruppenarbeit. Und das ist natürlich genau der Punkt. Deswegen habe ich es auch beibehalten, weil sie diese Abwechslung dann doch auch ganz gut fanden. Ja, und was auch noch schön ist, einfach um hier mal ein bisschen auszuwählen, was ich vorhin schon so ein bisschen angedeutet hatte, dieser letzte Kommentar, wo die dann sagten, ja, so viele Informationen von Ihnen, die aber nicht verpflichtend waren, aber wenn man das Lernpaket bearbeitet hat, konnte man darauf zurückgreifen oder wenn man ein Paket nicht ganz durchdrungen hatte, konnte man sich auf einer anderen Ebene nochmal Informationen aneignen. Also deswegen war das nicht so ein Overload an Informationen, ne, weil ich gesagt habe, das ist nicht verpflichtend, sondern wenn Sie es weiter interessiert, wenn Sie mehr wissen wollen, dann können Sie sich das angucken. Und ich glaube, das hat auch diesen Workload wieder runtergefahren, weil die das als Zusatzangebot auch wahrgenommen und genutzt haben. Und dann geht es halt hier weiter, was ich sehr schön fand. Ich war erst sehr skeptisch, weil am Anfang so viele Informationen hochgeladen worden waren. Aber nach 2 Wochen war ich sehr zufrieden, weil man den Überblick und eine Struktur hatte und sie jederzeit für Fragen offen waren und diese auch beantwortet haben. Und entsprechend fand diese Person das dann einen der besten Online-Kurse in diesem Semester. Und ja, da kann man eigentlich zufrieden sein, denke ich. Ja, definitiv.